Ahoi Freunde, wenn man sich als Fotograf die Specs von dem LG G4 genauer durchliest, bekommt man ganz schnell das Kribbeln in den Fingern und man möchte unbedingt das Handy haben. Ich meine, Blende 1.8, Farbspektrumsensor, 16 Megapixel, eine richtig coole Frontkamera mit 8 Megapixel, dann haben wir noch ein Quantum IPS Display und viele andere Funktionen. Das sind alles Sachen, die ein richtig krasses Fotohandy versprechen. Okay, die restlichen Funktionen sind auch alle sehr interessant, aber als Fotograf möchte ich lieber auf die fotografischen Aspekte eingehen, denn die finde ich erstmal deutlich wichtiger. Wir können davon ausgehen, dass das LG G4 in keiner Disziplin wirklich durchfällt. Wie gut letztendlich das LG G4 sich in den Spezialfunktionen wie Kamera und Display schlägt und was die Marketing-Experten vor uns verheimlicht haben, das sehen wir jetzt alles in diesem Video. Viel Spaß dabei! Schauen wir uns als erstes mal die allgemeinen Specs zum Smartphone an. Das LG G4 wurde im April 2015 vorgestellt und löst endlich das mit Kinderkrankheiten befleckte LG G3 ab und verabschiedet somit das G2 endgültig in die wohlverdiente Rente. Das aktuelle Topmodell hat gegenüber der Konkurrenz einen austauschbaren und schnell wiederaufladbaren starken 3000 mAh Akku. Selbst im absoluten Energienotstand rettet er euch bei ausgefallenen Partynächten noch das Leben und bleibt standhaft. Wenn wir jetzt die Akkuleistung mit dem Galaxy S6 vergleichen, ist das G4 sogar noch ein klein wenig besser. Ein weiterer Pluspunkt ist auch die Erweiterungsmöglichkeit des internen Speichers auf bis zu 2 Terabyte. Hier heißt es einfach nur, lieber man hat, als man hätte, auch wenn man 2 Terabyte Karten noch nicht kaufen kann. Viele Fotografierer unter euch werden sich darüber auf jeden Fall freuen, denn ihr könnt für läppische 30 Euro euer Smartphone mit 64 GB upgraden, wohingegen ihr bei der Konkurrenz ein kleines Vermögen aufbringen müsst. Apple. Hat dir jemand was gesagt? Kommen wir zum Diskussionsthema Nummer 1, der Prozessor. Das LG G4 besitzt einen 6-Kern-Prozessor, nicht wie erwartet den 8-Kern-Prozessor, der aber dennoch für aktuelle Aufgaben gewappnet ist. Selbst Mini-Ruckler oder Denkpausen konnte ich selten bzw. überhaupt nicht wahrnehmen. Bei den Vorgängern sah das schon ganz anders aus. Gerade automatische Updates, die im Hintergrund liefen oder aufwendige Spiele, zwangen das Smartphone mit großen Denkpausen in den gefühlten Stillstand. Und das hat einfach nur wahnsinnig genervt, aber zum Glück hat ja LG einiges nachgebessert. Auch wenn jetzt die Konkurrenz auf stärkere Prozessoren setzt, kann ich euch nur sagen, lasst euch davon nicht abschrecken. In der Praxis spürt man davon überhaupt nichts. Womöglich liegt es aber auch daran, dass sich LG auf das Wesentliche konzentriert hat und viele Schnickschnack-Funktionen, die sowieso keiner braucht, über Bord geworfen hat. Denn sind wir mal ehrlich, wer braucht schon eine automatische Pausierung eines Videos, wenn man nicht auf das Display schaut? Oder warum sollte man mit einer überfüllten Kamera-App fotografieren, wenn man eh nur ein schnelles Foto machen will? Dem einen wird es vielleicht ärgern, aber der Performance-Gewinn ist ja deutlich spürbar. Ich weiß auch nicht, erst werden die Handys kleiner, dann werden sie größer und jetzt haben wir langsam eine Grenze erreicht, wo sie nicht mehr größer werden sollten. Denn zarte Prinzessinnenhände könnten bei der Einhandbedienung leichte Schwierigkeiten bekommen. Mittlere bis große Hände sollten hier aber keine allzu großen Schwierigkeiten haben. Ich denke, das ist alles nur eine Übungssache. Dennoch rate ich jedem eine Schutzhülle zu kaufen, denn irgendwie sind alle neuen Smartphones suizidgefährdet und springen gern mal ohne Fallschirm auf harte Fliesen oder flutschen einen aus der Hand wie eine ölige Wiener Wurst. Aua. Natürlich sollten wir auch nicht die üblichen Verdächtigen vergessen. Das LG G4 kommt mit Gorilla Glass 3, 3 GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, die äußerst praktische Benachrichtigungs-LED, die bewährten Rücktasten, eine coole Rückseite und mit der aktuellsten Android-Version 5.1 Lollipop. Die eigene Oberfläche von LG läuft geschmeidig und orientiert sich an das moderne Flat-Design. Ist natürlich alles eine Frage des Geschmacks. Mir gefällt's, aber ob es euch gefallen wird, das müsst ihr selber entscheiden. Aber kann es eigentlich auch telefonieren? Ja, das kann es. Im Vergleich zum LG G2 ist die Tonqualität sogar leicht besser geworden und die Lautsprecher geben einen Hauch von leichten Bässen wieder. Wobei sie aber nicht mit einem HTC One M9 mithalten können. Alle weiteren Funktionen könnt ihr in Ruhe nachlesen. Den Link zum Artikel findet ihr in der Infobox. Kommen wir nun endlich mal zum wirklich interessanten Teil, und zwar die Kamera. Wenn man sich die Specs durchliest, bekommt man schnell das Gefühl, ich will das unbedingt haben. Gerade Selfie-Fans werden mit der Frontkamera sehr glücklich werden. Bekam der Vorgänger noch eine 2-Megapixel-Kamera spendiert, sind es jetzt gigantische 8 Megapixel mit einer Blende von 2.0. Ich muss zugeben, die Qualität hat sich erheblich verbessert. Gerade nachts mit schwierigen Lichtsituationen haben Selfie-Fans oft das Nachsehen. Aber nicht beim LG G4. Hier kommt ein sehr genialer Trick zum Einsatz, der das Nacht-Selfie erheblich durch die Backlight-Funktion verbessert. Bei gleichzeitiger Verwendung von Frontkamera und Blitzfunktion
wird das Live-View-Bild stark verkleinert angezeigt und der Rest vom Display erstrahlt dann im hellen Weiß. Durch die extreme Leuchtkraft im Dunkeln kann das Display mehrere Gesichter gleichzeitig ausleuchten, somit habt ihr nie wieder ein Problem mit Selfies bei Nacht. Drehen wir mal das Smartphone auf die Rückseite. Denn dort befinden sich die typischen und sehr bewährten Rückentasten, auch Rear Keys genannt, die das Smartphone mit einem einfachen Handgriff bedienen lassen. Ich für meinen Teil habe mich sehr schnell daran gewöhnt und finde diese bewährte Innovation sehr gelungen. Eine weitere Innovation ist die neu verbaute Hauptkamera mit größerem Bildsensor. Denn was bringen uns mehr Megapixel, wenn aber der Bildsensor nicht mehr Bildpunkte aufnehmen kann? LG hat hier zum Glück mitgedacht und gleich einen 40% größeren Sensor verbaut, der jetzt 3 Millionen Pixel mehr aufnehmen kann. Das spiegelt sich auch in den Aufnahmen wider. Selten habe ich solche guten Bilder bei einem Smartphone gesehen. Aber das alles ist nicht nur dem Sensor verschuldet. Denn das Smartphone besitzt einen schnellen Laserfokus für die Fokussierung von Nahaufnahmen, einen erstmals verbauten und empfindlichen Farbspektrumsensor für einen sehr harmonischen Weißabgleich, einen optischen 3-Achsen-Bildstabilisator und eine lichtstarke Optik mit einer Blende von nur 1,8. Dadurch entstehen selbst bei schwachem Licht noch richtig gute Aufnahmen. Aber das Ganze hat auch einen Nachteil. Durch die weit geöffnete Blende fällt zur Abenddämmerung viel zu viel Licht auf den Sensor und die Bilder wirken wie am Tag aufgenommen. Die Abendstimmung ist hinüber und der kleine Dukatenzähler in mir ist zufrieden, weil er endlich was zum Meckern gefunden hat. Aber ich habe noch etwas gefunden und nun haben wir eine perfekte Überleitung zum Thema RAW-Fotografie und der neu integrierte manuelle Modus. Wobei hier nicht alles schlecht ist. Okay, fangen wir mal ganz von vorne an. LG hat in seinem neuen Smartphone einen manuellen Modus integriert, der es uns Fotografen ermöglicht, eine deutlich bessere Kontrolle über die Bildgestaltung einer Aufnahme zu bekommen. Aber leider ist es beim LG G4 nicht möglich, die Blende zu öffnen oder zu schließen. Gerade wenn ihr das Bokeh, also die Unschärfe im Hintergrund beeinflussen wollt oder bei Langzeitbelichtung lange Lichtzieher im Bild haben möchtet, müsst ihr auf diese Gestaltungsmöglichkeit komplett verzichten. Durch die weite Blendenöffnung bekommt der Sensor viel zu viel Licht ab und eine Langzeitbelichtung kommt selten über die 4 Sekunden. Und wenn etwas zu kurz ist, dann rechtfertigt man sich einfach mit dem Satz, in der Kürze liegt die Würze. Dennoch ist der manuelle Modus eine feine Sache. Gerade bei schwierigen Lichtsituationen, Langzeitbelichtungen oder bei einem gewollten Effekt spielt der Modus seine Stärken aus. Noch nie konnte ich bei einem Smartphone so sehr die Bildwirkung kontrollieren wie bei dem LG G4. Ihr könnt manuell den Weißabgleich einstellen, den Fokus ziehen, die ISO kontrollieren und eine Belichtungskorrektur vornehmen. Wer das Smartphone auf ein Stativ mit Smartphone-Adapter stellt, kann sogar mit Langzeitbelichtung rumexperimentieren und schöne Nachtaufnahmen verwirklichen. Und für mich als Fotograf ist das ein wahr gewordener Traum. Achso, eines sollte ich vielleicht noch erwähnen. Die RAW-Funktion bietet leider keinen wirklichen Mehrwert. Zwar ist mir klar, dass der kleine Smartphone-Sensor in keinem Verhältnis zu einer großen DSLR steht, aber dennoch hätte ich mir einfach mehr erwartet. In manchen Fällen kann man zwar ein paar mehr Details erkennen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich der Mehrwert und die Nachbearbeitung und der große Speicher wirklich lohnen. Aber zum Glück macht der Bildprozessor und die integrierte automatische Dynamikerweiterung einen brillanten Job, sodass mir die fertigen JPEGs vollkommen für das Feintuning ausreichen. Ich für meinen Teil kann aus diesem Grund auf die Rohdaten verzichten, ganz abgesehen davon, dass die Bilder sowieso nur mit einer Farbtiefe von 10-Bit statt mit den üblichen 14-Bit abgespeichert werden. Aber was bringen uns die tollsten Bilder und die modernste Kameratechnik, wenn aber das Display eine Krücke ist? Okay, auf den ersten Blick wirken die Specs altbacken und ohne große Neuerung, aber das neue Display ist ein gewaltiger Schritt nach vorn und lässt das Vorgängermodell auf ganzer Linie alt aussehen. LG setzt bei seinem Topmodell auf ein leicht gekrümmtes und durch Gorilla Glass 3 geschütztes 5,5 Zoll großes Quantum IPS Display mit einer Auflösung von 2560x1440 Pixel. Das entspricht einer Pixeldichte von 538 ppi. Verglichen mit dem iPhone 6 Plus sind das satte 26% mehr Pixel. Aber das hatten wir alles schon letztes Jahr. Neu ist hier die Quantum IPS Technologie. Denn die stammt aus der Fernsehtechnik und verspricht einen 15% größeren Farbraum, 50% mehr Kontrast sowie 25% mehr Helligkeit. Und das merkt man auf den ersten Blick. Der neue Bildschirm ist gemäß DCI, also Digital Cinema Initiatives Standards, zur Farbwiedergabe kalibriert, welches auch von den führenden Studios in Hollywood bevorzugt verwendet wird. Dadurch deckt das neue Display 98% des DCI-Standards ab und bei dem Fotografen bevorzugten Farbraum sRGB sind es theoretisch sogar 120%. In der Praxis liegt der Wert aber nur bei 97%, was aber immer noch enorm viel ist.
Der reelle Farbraum ist leicht verschoben, somit besitzen die Rot- und Blautöne leicht bessere Farbabstufungen. Diese feinen Farbnuancen lassen sich aber in der Praxis kaum ausmachen. Fotografen, die viel Wert auf Farbtreue, Blickwinkelstabilität und Bildschärfe legen, bekommen beim LG G4 eines der besten Displays auf dem Markt. Auch wenn manche Farben etwas überzogen wirken, aber das ist Kritik auf hohem Niveau. Wer alle Details über das Smartphone erfahren möchte, klickt einfach auf den Link in der Infobox. Kommen wir zum Fazit. Als LG G2 Besitzer war ich von vielen guten Funktionen verwöhnt. Alleine die Kamera hätte für mich nicht besser sein können. Aber das neue Topmodell schafft es, in jeder Disziplin das G2 und das G3 in den Schatten zu stellen. War das G3 noch mit vielen Kinderkrankheiten befleckt und protzte nur mit rudimentären Funktionen, macht LG beim neuen Topmodell alles richtig. Die Kamera ist förmlich ein Quantensprung und besitzt einen enormen Dynamikumfang, der einen immer wieder überrascht. Auch das neue Display ist kein Deut weniger erwähnenswert. Mit der neuen Quantum-Technologie verschafft sich LG ein sichtbar besseres Bild mit enormer Schärfe und guter Helligkeit. Wobei jetzt einige Farben etwas überdreht wirken. Aber wie gesagt, das ist Kritik auf hohem Niveau. Letztendlich überzeugt das sehr, sehr gute Gesamtpaket aus guter Akkuleistung, lobenswerter Performance und mit hochmoderner Technik, die einem Fotografen das Herz höher schlagen lässt. Die RAW-Funktion ist zwar enttäuschend, aber die JPEGs vom Bildprozessor sind so gut, dass man auch ohne die RAW-Funktion auskommt. Für mich ist das LG G4 ein guter Ersatz für mein G2, was ich endlich in die wohlverdiente Rente schicken kann. Wer sich das Smartphone mal genauer anschauen möchte, findet in der Infobox einen passenden Link dazu. Ich würde mich auch wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr über diesen Link einkauft. Für euch entstehen dadurch keine Nachteile, ich bekomme aber eine kleine Provision und kann dieses Geld dann in bessere Videos investieren oder in neue Testprodukte. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und wenn ihr jetzt noch was von mir sehen wollt, kann ich euch mein letztes Review empfehlen, wo ich einen richtig coolen Kamerarucksack von Kullmann teste. Oder ihr schaut euch das Smartphone-Tutorial an, wo ich euch erkläre, wie man mit dem Smartphone richtig coole Fotos macht. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao. Keine Antenne hat das Ding. Und keine Tasten. Wie soll man da klarkommen? Früher war alles besser. Braucht kein Schwein, die ganzen Funktionen. Snake reicht doch.